Leute, was geht? Was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar sind wir heute hier, wegen diesen kleinen Freunden hier. Und zwar geht es heute um kleine Flügelmuttern. Und die wollen wir jetzt erstmal hier dran befestigen, sodass wir auch richtig das Bett ein- und ausräumen können. Also aus dem Auto, wenn es halt mal nicht gebraucht wird. Weil ja, mit den Beinen war das immer ein bisschen sehr anstrengend. Aber jetzt wird es einfacher werden. Ja, Leute, und zwar sehen diese kleine Flügelmuttern, also die sehen hier so aus, halt wie man sich so kleine Flügel halt so vorstellt. Und damit kann man halt diese stylischen Beine hier, die ich habe für meinen Ausbau, für mein Bett, besser festschrauben und abschrauben. Weil das Problem, was ich hatte, klar, ich falte sich immer mit dem Ausbau herum, weil ich kann leider nicht immer wegfahren. Das geht einfach nicht. Ja, deswegen muss ich halt alle 5 Sitze halt ab und zu wieder reintun. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich diese kleinen Flügelmuttern habe, geht das alles viel einfacher, weil dann muss die Mutter nicht mehr so anstrengend abschrauben. Die muss man ja auch abschrauben, aber die gehen halt viel einfacher abzuschrauben als jetzt wirklich die Mutter. Da muss man mit Schlüssel ankommen und hiermit geht es einfacher. Und deswegen beginnen wir mal gleich mit dem Dranschrauben und dann zeige ich euch mal ganz genau, wie das Bett aussieht, wie jetzt der bisherige Stand von dem Auto ist, ja, wie breit halt überhaupt das Bett ist und wie lang. Das habe ich gar nicht in dem letzten Video gar nicht ganz detailliert erklärt. Halt erklärt auch, wie hoch das ist und zeige euch mal, wie, wenn das Bett aufgepustet ist, wie viel Platz man dann noch oben hat. Und dann würde ich noch mal gerne das Thema mit dem Fenster absprechen, und zwar mit dem Sichtschutz hier hinten. Und zwar das Problem ist dabei, dass es einfach ja semi-optimal funktioniert bisher, aber das werdet ihr gleich mehr sehen. Also ja, legen wir mal los. So, weil jetzt können wir mit Hilfe der Flügelmuttern einfach seitlich einfach die hier dran schrauben. Also gar nicht so wirklich kompliziert, einfach hier so festschraube und dann können wir einfach das Bett auseinandernehmen und noch besser verstauen, weil das Problem ist halt einfach wirklich dabei, wenn man halt ja, es nicht immer drin haben kann, wenn man halt vielleicht einfach 5 Sitze mal braucht und es dann irgendwie im Keller oder so verstauen muss, ist halt echt angenehmer, wenn man einfach diese Flügelschrauben hat. Es ist halt einfach, geht schneller und ja, ist halt auch nicht so sperrig. Ja, so sieht jetzt das finale Ergebnis auf. Leider hat die Kamera während der Timelapse halt einfach angehalten. Ja, also ich habe jetzt alle 4 Beine befestigt. Ja, mit 4 von den stylischen Muttern. Und jetzt, muss ich mal sagen, müssen wir das Ding jetzt mal umdrehen. Und dann zeige ich euch mal den Rest. Leute, dazwischen abgestellt einmal eine Runde. Ja, das Ding ist schwerer als es aussieht, aber jetzt packen wir es direkt mal wieder ein, bevor es jetzt hier noch nass wird. Es steht ja halb hier so auf Eis, damit ihr mal sehen könnt, da unten ist alles so gefroren. Ja, das sind ja nur MFD-Platten, ne? Die können theoretisch aufweichen, deswegen beeile ich mich mal und packe es mal schön wieder ein. Ja, so sollte das Ergebnis jetzt nicht aussehen, das ist ein bisschen schief geworden. Ja, es liegt daran, weil ich habe aus Versehen die Beine falsch rum dran geschraubt. Und zwar sind es hier hinten die längeren Beine. Die sollten eigentlich nach vorne kommen, weil vorne ist es ein bisschen tiefer als hinten. Also hinten ist das höher als vorne. Deswegen müssen halt die längeren Beine nach vorne. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe die falsch rum dran geschraubt. Das heißt, ich darf es noch neu abschrauben und nochmal noch dran schrauben. Und ja gut, aus Fehlern lernt man. Aber so einen Fehler hätte man nicht irgendwie machen müssen. Ja, Fuß 1 getauscht, jetzt kommt Fuß 2 dran, ja. Ja, hier ist der Unterschied zwischen den beiden Beinen, und zwar ist das eine, ja, schon so ein Stück höher als das andere, die genauen Maße nenne ich dann nochmal später, aber, ja, es ist halt hinten, es ist halt weiter vorne, beim Auto ist halt ein bisschen flacher als weiter hinten, deswegen, ja, muss halt, damit ich gerade liegen kann, dieser Unterschied bestehen. So, jetzt kommen wir zu den knallharten Fakten zum Auto und wie es aussieht. Leute, dazu kommen wir jetzt eine Runde. Und zwar, Leute, die Liegefläche des Autos beträgt ganz genau 2 Meter und damit passe ich mit meiner 1,85 locker drauf. Wie ihr sehen könnt, Leute, haben wir ebenfalls hier unten drunter, unter dem Bett, direkt nochmal ein bisschen Stauraum.
ja, ist mehr als gedacht, wenn man hier seit auch noch so reinguckt. Ja, sieht man, dass man hier schon relativ viel stauen kann. Und das passt eigentlich auch. Im Zuklappen-Modus sieht es auch natürlich jetzt hier so aus. Und das hier, Leute, ist eigentlich ein ganz simpler Klappmechanismus, wie ihn auch ganz normal so kennt. Ich habe hier einfach ein langes MDF-Brett genommen und das habe ich dann halt bei Hornbach zersägen lassen. Und dadurch entstanden einfach hier diese drei einzelnen Teile hier. Die einzelnen Teile sind halt mit Hilfe von den Schienen hier festgemacht, wodurch man die einfach klappen kann und dadurch ja, das gleiche Klappmechanismus entsteht. Also, das Brett liegt hier einfach auf dem Sitz auf und ja, damit es hier ein bisschen abschüssiger ist, habe ich halt hier einfach die stylischen ja, Kopfstützen genommen, damit man einfach es ein bisschen anhöhen kann. Hat natürlich den Sinn, dass einfach ja, das nicht zu weit nach unten geht. Ja, ich würde jetzt mal sagen, jetzt bauen wir mal das Bett mal auf, damit ihr mal seht, wie es mal halt jetzt im ja, aufgepusteten Zustand ist. Das kenne ich schon aus dem Video davor, aber also da muss ich gleich mal euch mal zeigen, wie das mit dem Thema ja, Lichtschutz oder halt Verdeckung aussieht, was man halt nicht so beobachtet wird beim Campen, weil das hatte ich jetzt halt mehrfach erfahren gehabt, als ich jetzt weg war, dass die Menschen sich schon sehr gestalkt haben. Kann man schon ein bisschen sagen, die haben schon so, sind so extra mal vorbeigegangen, haben so neugierig reingeguckt und so, aber klar, es gehört dazu, aber Leute, ja, dann jetzt geht es hier auch um die tolle, atemberaubende, ja, Fensterabdeckung, die ich für den Mercedes habe hier. Und zwar das jetzt für die Frontscheibe, die ist ein bisschen, das habe ich in meinem letzten Urlaub ein bisschen zerfetzt, unabsichtlich, weil hat einen Scheibenwischer angemacht und ja, Scheibenwischer und Eisschutzfolie ist eine nicht so geile Kombination. Aber hauptsächlich geht es um diese Abdeckung für die Fenster und für die Heckklappe hinten. Und da ist das Problem jetzt dabei, dass dieses Ding hier, wie ihr vielleicht sehen könnt, hier ja, nicht mehr so wirklich wie ein Saugnapf ist das, der Saugnapf, weil er hat halt irgendwie in der Zeit des Urlaubes verformt und deswegen ist das eigentlich hier so flach wie so eine Flunder und ja, immer wenn ich es dran baffe ans Fenster, fällt es nach 10 Minuten wieder ab und im Urlaub war es so gewesen, dass ich halt einfach ja, das abends dran gebappt habe. Ja, bin ich nachts aufgewacht und da lag das Ganze, die ganze Eisschutzfolie auf mir einfach und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen bin ich jetzt am überlegen, ob ich vielleicht hier neue Saugnäpfe entweder mir besorge oder ob ich vielleicht sowas wie Gardinen mache. Und da könnt ihr auch nochmal in die Kommentare was schreiben, wenn ihr Bock habt, wenn ihr eine Idee habt, wie ich das umsetzen könnte. Ja, und zwar, Leute, habe ich von euch ja schon ein paar coole Kommentare dazu unter dem letzten Video bekommen. Aber, Leute, wenn ihr auch noch andere Ideen habt, dann sagt Bescheid, weil ich habe jetzt vor, in den nächsten Wochen zu machen und da könnt ihr alle mal schreiben, was ihr so denkt, was das Beste ist. Vielleicht wieder andere Saugnäpfe, vielleicht so eine kleine Gardine oder vielleicht so einen Rollladen auch so ein bisschen, den man so festspannen kann, den man so unten so, so hochziehen kann. Es sollte am besten blickdicht sein und vielleicht auch sonnendicht. Ich habe auch gehört, dass Scheibenfolien ganz gut sein soll, aber dann kommt ihr immer noch vielleicht noch die Sonne ein bisschen durch. Wenn ihr mal Erfahrung habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Aber also jetzt geht es ein bisschen weiter und jetzt zeige ich euch mal, wie es jetzt so innen aussieht, wenn man so drin liegt eigentlich im Auto. Ja, das haben sich auch manche von euch gewünscht, dass ich euch mal zeige, wie es aussieht, wenn man so drin liegt. Achso, und damit ihr mal seht, wie es aussieht, wenn es halt nicht hält, zeige ich euch auch mal. Und zwar hier habe ich einfach mal beispielshalber, das ist jetzt für ein Fenster, nicht für die Heckklappe, aber trotzdem, wenn ich das mal festbappe, ja, wie soll ich das sagen, das hält und dann fällt direkt wieder ab. Ja, ist nicht Sinn der Sache. Ja, wie das, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie mir gerne. Das werde ich dann in den nächsten Wochen in Angriff nehmen und probieren, ja, das zu fixen. Hier, ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, warum ich eigentlich hier so eine Luftmatratze nehme und keine Schaumstoffmatratze oder sowas. Und da ist einfach der Grund dabei, dass, ja, ich habe wirklich nicht so viel. Ich habe schon Platz hier unten, aber es ist nicht allzu viel. Es ist mehr, als es aussieht. Eine Kühlbox und Klamotten, das passt da schon hin. Aber ich habe zum Beispiel noch ein Kanu, was ich gerne mitnehme, immer. Oder halt noch Essen und sowas. Und das passt leider nicht so wirklich dann mehr darunter. Deswegen habe ich mich für eine Luftmatratze entschieden. Die ist ja auch an sich bequem. Außerdem ist sie auch noch platzsparend, weil wenn ich die jetzt zusammen mache, ist sie wirklich sehr, sehr klein und dünn. Und deshalb nimmt die halt einfach nicht so viel Platz weg, wie jetzt, wenn ich eine Schaumstoffmatratze sowas nehmen würde. Oder halt eine richtige Matratze, die zerschneiden würde. Das würde einfach alles leider zu viel Platz wegfressen. Und deswegen
ja, ist halt die Luftmatratze hier am Start. Wenn ihr noch entdeckt, was man noch machen könnte, irgendwie eine andere Matratze, die vielleicht dünn ist und trotzdem ja, bequem ist, dass man halt so drin pennen kann und nicht mit den Rückenschmerzen des Todes aufwacht, dann schreibt es mir am besten mal in die Kommentare hier unten. Ich wurde häufig gefragt, also, wie komme ich hier eigentlich rein in das Auto, weil die Höhe hier drin ist nicht so hoch. Am besten, Leute, ich gehe entweder hier durch die Heckklappe rein, dann muss ich reinrobben, aber ich gehe oft hier über die Tür rein. Ja, da muss man aufpassen, weil da habe ich aus einem hinten den Griff abgerissen, als ich mich ein bisschen dran gehangen habe. Also ich steige einfach ein, indem ich die Schuhe hier halt ausziehe. Ich stelle die meistens halt hier in den Stauraum so ein bisschen rein oder halt einfach ja, auf den Boden und dann einfach hier so reinklettern und dann liegt man eigentlich ja schon hier einmal hier so drin im Auto. So sieht es vom Prinzip her aus. Man kann nicht schon drin liegen. Ja, durch die Kamera ist es ein bisschen anders erklärt, aber in Wahrheit hat man schon hier schon, wenn ich mal so zeige, man hat hier schon so viel Platz, also von hier bis halt da oben. Ja, also wenn man hier so liegt, kann man vom Prinzip her schon die ganze Zeit hochgehen. Also man kann nicht ganz sitzen, aber man kann sich so ein bisschen so ein leichte Sit-up machen. Und dann, es reicht eigentlich für mich, muss ich einfach so sagen. Klar, wäre es angenehmer, wenn ich jetzt wenn ich mich irgendwie so aufrichten könnte ganz, aber drehen und wenden, das geht schon ganz gut. Ja, wie ich dann eigentlich da drin hier dann so liege, im Endeffekt, ja, kommen die Beine halt hier vorne Richtung Lenkrad. Mein Kopf kommt Richtung ja, Heckklappe, die dann ja zu ist. Ich habe jetzt für den Aufbau ungefähr 5 Minuten gebraucht, vielleicht auch 6. Die Fenster hier zu befestigen würden jetzt auch noch ein bisschen dauern. Ich kann es euch ja nochmal zeigen, deswegen mache ich mir die Tür mal hier ein bisschen zu. Ich hoffe, man sieht man jetzt wirklich. Und es klingt einfach kein bisschen mehr. Die Gummis sind einfach leider verbogen. Ich dachte mir vielleicht hier so einen Rollladen vielleicht, den man hier vielleicht so hochziehen kann und hier oben so festmachen kann, vielleicht an dem Ding festmachen und dann halt von hier unten so hochziehen. Oder vielleicht eine Gardine, die ich von hier ganz hinten bis nach da ganz vorne spanne. Ich weiß es noch nicht genau. Hier an sich ist es eigentlich voll gut, weil hier hängt es sozusagen drin fest. Aber das kann ich ja nicht überall machen. Also von der Matratze hier bis nach ganz oben zur Decke sind das stolze 55, 56 cm. Ja, ich bin noch nicht so alt, da geht es noch. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt 70 oder so wäre, ist es ein bisschen zu klein, aber jetzt geht es noch. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch ein paar Ideen, wie ich die Fenster vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte. Das Problem war echt dann einfach abgefallen. Am Anfang, die ersten 5-6 Tage ging es ganz gut, aber danach halt nicht mehr so wirklich mit den, ja, mit der gleichen Eisschutzfolie hier. Und vom Boden bis zur Platte sind es hier ungefähr 33 cm. Ja, ich hoffe, ihr könnt es jetzt so ein bisschen sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da oder schaut mal andere Videos mal vorbei. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao.